Mama. Oh, Papa, du bist ja schon zu Hause. Das ist total gut. Ich muss dir nämlich unbedingt was erzählen. Celina, hallo. Grüß dich, Schatz. Kannst du mal den PC... Ja, ist jetzt, tut mir leid, ich musste noch ein bisschen arbeiten. Wie war es denn in der Schule heute? Super. Erzähl mal, also nach den Ferien haben wir uns noch gar nicht so richtig über die Schule unterhalten, fällt mir auf. Also, ich hab ja die Klasse jetzt gewechselt, weil ich hatte die eine Klassenkameradin, die war blöd. Aber in der neuen Klasse ist es jetzt super. Wie, und stopp, davon hat mir keiner was erzählt, wie du bist in der neuen Klasse. Naja, ich Das hatte, hat mir deine Mutter aber noch nicht erklärt. Ja, ich hatte ein, zwei Problemchen mit den anderen in der Klasse. Was war denn da? Die waren blöd. Celina, fängt das neue Jahr genauso an, wie das andere aufgehört nein. hat? Naja, fast. Aber nein, also pass auf, viel besser. Also... Vielleicht hatte ich ein bisschen einen blöden Start in der Schule, aber... Wie waren denn die ersten Klassenarbeiten jetzt? Sehr gut! Alles auf? Wie? Sehr gut, sehr gut. Sehr jetzt gut. Wirklich? Sehr gut, sehr gut. Ein sehr gut nach dem wow. anderen. Wow, okay. Gut. Sonst irgendwas oder kann ich weiterarbeiten oder... Nein. Celina, was ist? Ich habe auch noch ein bisschen zu tun. Naja, also pass auf. Homeoffice also, und so, ne? Jetzt erzähl, was willst du? Oh, Celina, jetzt also, erzähl. Also es lief ja sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. Stopp. Ich höre schon raus. Kauf dir neue Schuhe oder eine neue Hose, neues Oberteil, ist okay. Kann ich jetzt meinen Laptop wieder haben? Nein, ich habe da was anderes gesehen. Ich habe, wie gesagt, die Klasse gewechselt und da ist ein Mädchen und die hat was richtig Cooles und das will ich auch haben. Ich das glaube, wäre? Das ist... Naja, also, du weißt doch, Mama hat doch hier so ein Piercing, sowas. Was heißt Piercing? Ja. Ich dachte, das wäre, um die Popel irgendwie in der Nase zu halten oder so. Jetzt wirklich? Ja, das ist aber wofür ist das denn da? Also ich habe sie noch nie gefragt und... Das sind Ohrringe. Ach so, okay. Ich dachte, das wäre, um, dass die Popel Papa, immer rausfällt. Das ist blöd. Nein. Okay. Also, okay. Ich will auch sowas, aber halt... Warum? Weil ich das schön finde und... Warum fragst du mich jetzt da? Du fragst mich auch nicht, was du morgens anziehst oder so. Ich meine, nein, ist sowieso das, immer das Gleiche, aber... Ich da reinstechen lassen. Ich brauche dafür eine Erlaubnis von euch, weil ich ach so. Noch nicht 18 bin. Das müsst ihr machen. Ach so, ja gut, okay. Also ich habe damit kein Problem, kannst du gerne machen. Aber was deine Mutter dazu sagt, das weiß ich nicht. Also von mir hast du ein Ja. Aber es reicht ja, wenn du mitkommst. Du musst nee. Willst du, dass ich sterbe oder was? Hä? Willst du, dass ich danach sterbe hier? Ganz bestimmt nicht. Frag deine Mutter. Ich sage okay, aber du musst deine Mutter fragen. Sie hat das letzte Wort. Dass sie nicht einmal aufräumen kann. Jedem muss ich hier was hinterherräumen. Was ist das schon wieder? Ja, kann ich dir helfen? Ja, Celina, weißt du, mich kotzt es echt an, dass ich alles immer bei euch aufräumen muss. Ihr könnt doch selber mal euer Zimmer aufräumen. Du musst nicht mein Zimmer aufräumen, das ist ja mein Zimmer, Mama. Ja, aber dann räumen wir wenigstens deine dreckige Wäsche und alles weg. Was willst du, was... Erledigt. Mama, ich habe was mit dir zu besprechen, was wichtig ist. Celina, oh, jetzt sag mir nicht, dass du schon wieder gemobbt wirst, wirklich. Das, oh. Hallo, das wäre ja, wenn dann nicht meine Schuld. Also, nein, aber viel besser. Also, Mama, du hast ja auch meine letzten Klassenarbeiten so gesehen. Die waren ja, obwohl ich vielleicht nicht ganz zuverlässig immer in der Schule war, waren die alle durch die Backe. Celina, was willst du? Ich habe heute echt keine Nerven für irgendwelche. Was willst du? Guck mal, du hast doch hier so ein Piercing. Ja. Und einer aus meiner Klasse hat es auch. Und ich bin das... Na, Celina, kommt gar nicht in Frage, brauchen wir gar nicht diskutieren. Du räumst jetzt dein Zimmer auf und ja. Hä, aber warum darf ich das nicht haben? Celina, weil du noch viel zu jung bist. Du hast auch sowas. Celina, ich bin auch eine erwachsene Frau und ich war auch alt genug. Und ja, wann hast du dir das denn machen lassen? Ich bin nämlich auch alt genug. Celina, du bist doch ein Kind. Nein, ich bin Celina, überhaupt... Celina, da brauchen wir nicht diskutieren und du kannst auch deinen Vater, dein Vater wäre genauso dagegen. Nein, Papa hat gesagt, das ist in Ordnung. Papa findet, ich sollte mir das machen lassen, wenn ich das möchte. Das hat dein Vater gesagt. Ja, hat mein Vater ja, ist mir egal, was dein Vater sagt. Kommt nicht in Frage. Celina, jetzt räum dein Zimmer auf und darüber reden wir auch nicht. Es Boah. Kommt... Nein, Celina, es kommt nicht in Frage. Was? Ach, mach doch jetzt mal zu. Ich kann hier nicht mal in Ruhe arbeiten. Was ist? Was willst du von mir? Wie? Du hast Celina erlaubt, dass sie sich ein Piercing stechen darf. Also ich hab's ihr... Stopp. Ich hab's ihr nicht erlaubt. Ich habe gesagt, ich habe nichts dagegen. Aber ich habe auch gesagt, dass du das letzte Wort da hast. Ja, aber das kommt doch gar nicht in Frage, Celina. Weißt du, wie alt sie ist? Ein Piercing stechen. Ja, aber du musst da auch vielleicht mal ein bisschen zu mir halten und sagen, nein, Celina, oder das erstmal mit mir absprechen, bevor du sagst, ich habe dass doch, es okay ist. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe nur gesagt, frag deine Mutter und deine Mutter hat das letzte Wort. Nur weil ich sage, dass ich das nicht schlimm finde, das ist meine ja, das Meinung. Ist richtig. Und ich darf auch sagen, was ich will, denn ich habe immer noch meine Meinung, denn ich bin eine erwachsene Person und ich bin unabhängig. Also kann ich auch noch sagen, was ich fühle. Und ich hatte das Gefühl, dass es nicht so schlimm ist. Wenn du aber sagst, dass es schlimm ist, dann vertraue ich ja, dir dort als richtig. Mutter von Celina, dass sie das nicht ja, machen Ja, und ich sage, dass es schlimm ist. Und es wird nicht gemacht und Punkt. Ja, mir brauchst du das nicht erzählen. Ja, ist okay. Ist kann ich jetzt weiterarbeiten? Ja, kannst du. Danke. Piercing. Das nächste ist wie ein Tattoo oder was? In dem Alter. Hey.
Ja. Nein, ich kann nicht mit ins Piercingstudio. Nein, Mann, Mareike, ich weiß doch auch nicht. Mann, mein Papa ist eigentlich egal, aber meine Mama hat gesagt, ich darf das nicht. Ja, es tut mir doch leid. Ja, das nächste Mal komme ich vielleicht mit, aber jetzt gerade ist, glaube ich, ein bisschen. Ich versuche sie nochmal zu bearbeiten, aber ich glaube, das wird heute nichts. Ja, ciao. Mann, ich hätte so gerne dieses Piercing. Ich rede jetzt nochmal mit Mama. Ja, ich frage sie einfach nochmal. Mama, das Thema ist noch nicht durch. Ich will mein Piercing. Ich habe auch ein Recht auf eine eigene Meinung und ich will mein Piercing. Und es ist mir jetzt auch vollkommen egal, was ihr dazu sagt. Ich bin alt genug, um ein Piercing zu haben. Ich bin verantwortungsbewusst genug, um ein Piercing zu haben. Und ihr habt auch gesagt, wenn ich ein Problem habe, dann kann ich mit euch darüber reden. Also redet jetzt mit mir. Wir brauchen nicht diskutieren, Selina. Kannst du auch mal was sagen und den Laptop vielleicht mal zuklappen? Siehst du, was unsere Tochter hier schon wieder macht? Ja, aber sie möchte mit dir reden, nicht mit mir. Also, Selina, möchtest du mit deiner Mutter? Ja, also steh doch auf und klär das mit dir und ich kann weiterarbeiten. Ja, okay, ich klär's jetzt mit Bitte, dir, Selina. Damit ich weiterarbeiten kann. Selina, dann red mal mit mir. Ja, ich rede jetzt mit dir. Also, pass auf, Mama. Ich bin alt genug. Bist du nicht? Doch, und ich habe richtig gute Noten in der Schule. Das heißt, ich habe mir eigentlich verdient. Die hast du aber erst jetzt und die hattest du eine ganze Zeit lang nicht. Ja, na und? Aber dann könntet ihr mich doch jetzt mal so ein bisschen ansprechen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat eine in meiner Klasse das auch. Du hast das. Wenn die von der Brücke springt, springst du auch von der Brücke. Mama, den Spruch habe ich schon 500 Mal gehört. Der wird nicht besser. So, dann finde ich außerdem, dass das super aussehen würde bei mir. Ja, und genau. Dann würde ich ein bisschen Verantwortung lernen, weil da muss man sich ja auch ein bisschen. Ja, du könntest mal Verantwortung lernen, indem du mal dein Zimmer aufräumst, indem du in der Küche hilfst oder irgendetwas. Selina, es wird kein Piercing gemacht. Wir brauchen da nicht diskutieren. Wenn du alt genug bist und volljährig, kannst du das gerne tun. Solange du hier in meinem Haus wohnst, wirst du es nicht machen. Und ich mache jetzt erstmal was zu essen, weil, ja, ich übernehme ja die Verantwortung. Ihr könnt ja auch nicht. Braucht euch echt nicht wundern, wenn ich ausraste ständig. Soll ich in der Küche helfen? Nein, bloß nicht. Lass mich in Ruhe. Ja gut, dann nicht. Selina, brauchst du Hilfe in deinem Zimmer zum Aufräumen oder irgendwie was? Ja, nein, Papa, brauche ich nicht. Ja, ist ja gut, Mensch. Ich sehe schon wieder kommen. Papa darf wieder alles klären. Leute, beruhigt euch doch mal ein bisschen. Selina! 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 Mensch! Was soll ich hier denn aufräumen? Ja, aber so wird das nicht. Kannst du mal ein bisschen an die Seite? Du weißt, dein Papa hat ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Halt Selina, ich zahle hier die Miete mit deiner Mutter. Zahlst du was? Steuerst du was bei? Ich gehe noch Das gehört auch dazu! Das gehört auch dazu. Selina, du weißt, dass ich damit kein Problem habe, aber. Ja, jetzt redest du nicht wieder raus. Nein. Du könntest ja auch einfach mal sagen, komm, wir gehen jetzt zusammen hin. Nein. Aber nein, nur weil Mama sagt, Selina, nein. Sowas kann ich nicht machen. Sowas kann ich nicht machen. Ich habe gesagt, ich möchte hier noch überleben, ne, zu Hause. Wenn du schon Ärger bekommst, was bekomme ich dann? Also, weißt du schon. Also, guck mal, ich bin doch bereit, ein bisschen zu vermitteln. Wie wär's, wenn ich jetzt mit deiner Mutter kurz nochmal spreche? Dass du das, möchtest du das denn wirklich? Ja, ich möchte das wirklich. Ich habe mir das auch gut überlegt. Ich werde mit ihr reden und du... Weißt du, was bei deiner Mutter immer funktioniert? Was? Sag doch einfach, dass sie recht hat, dass du warten wirst und dass sie die Beste ist. Sowas. Pass auf, dann wird sie schon dahin schmelzen und dir ist ja... Ich kenne deine Mutter, glaub es mir, okay? Ich werde jetzt kurz mit ihr reden, in 2 Minuten kommst du nach. Ist das okay für dich? Ja. Und dann ist Papa wieder der Beste? Ich hoffe es doch. Das klappt, ja. Ansonsten musst du einfach so mit mir hingehen, ja? Nee. Hey. Ein Messer hier in dem Haus. Was wird das? Ingwer? Ja, ich wollte einen Tee machen. Achso, okay. Du, ist alles in Ordnung, oder? Ja. Also ich bin hier nicht auf Konfrontation aus oder irgendwie sowas. Ja, ich sowas. Will nicht, dass sie sich ein Piercing stechen lässt. Ja, ich... Du hättest es auch mal... Ich muss dir da auch was erzählen. Also ich habe jetzt gerade auch mit ihr gesprochen und sie ist einsichtig. Die ist einsichtig. Also sie hat gerade... Wirklich. Sie hat gesagt, Mama hat recht. Vielleicht ist es wirklich noch zu früh. Okay. Ja, sie meinte, sie weiß es halt am besten, aber... Sie dachte halt wegen ihren Freunden und so in der Schule. Ich war doch zu und streng. Sie wurde, glaube ich, gemobbt oder so in letzter Zeit. Ja, deswegen Selina dachte, sie vielleicht wird das dadurch besser und so, weil viele in der Schule jetzt ein Piercing haben. Und wie gesagt, aber sie meinte trotzdem und sie möchte auch gleich zu dir kommen und sich entschuldigen. Dass Selina, will sich entschuldigen? Ja, pass mal auf, in 2-3 Minuten wird sie hier in der Küche sein. Ach Mann, ja, ich, weißt du, vielleicht war ich zu streng. Ich weiß Nein, ja, die Jugend heutzutage ich glaube nicht. Und... Ja, ich meine, gut, ich muss sagen, Schatz, die Generationen, die ändern sich. Ich meine, in unserem, damals in dem Alter bei uns war es vielleicht noch nicht so gut, aber heutzutage weißt du, ist das doch ein bisschen lockerer. Der strenge Part und in letzter Zeit bin ich hier die strenge. Sonst also, ich wollte dazu nichts sagen, aber sie kommt gleich und entschuldigt sich, also sei bitte nicht so streng. Jetzt habe ich voll das schlechte Gewissen.
hätte sie das doch machen lassen. Hey Mama, können wir vielleicht reden? Ja, Selina. Hey Mama. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, weil vielleicht habe ich das alles nicht ganz richtig kommuniziert. Ja, Selina, es tut mir leid, dass ich... Und ich wollte nur cool sein, so wie du. Wie du, so cool. Ach, Selina, ja, ich wollte jetzt nicht so streng sein. Und, aber bist du dir sicher, dass du so ein Person haben willst? Ja. So ganz sicher? Ja. Wirklich? Ich hab mich total und du weißt, dass das ein Loch bleibt, ne? Dass das vielleicht nicht zuwächst und so. Und ja, dass das deshalb will ich das ja in der Nase und dann... Hier? Ja, hier in der Mitte. Ist das jetzt modern? Ja, schon. Also bei mir haben das alle in der Klasse. Ach, Selina. Ja gut, meinetwegen. Lass den Piercing stechen. Aber du zahlst es von deinem eigenen Taschengeld. Okay. Und nur ein Piercing. Kannst auch Papa bezahlen? Selina, ein Piercing, nur an der Nase, nirgendwo anders und das ist auch das einzige und du machst kein neues. Okay. Also kein weiteres. Okay. Ja? Kein Problem. Ich, ciao Mama, danke Mama, du bist die Beste. Ach, ja. Ich liebe diesen Film. Ach Mann, wann kommt sie denn? Die ist schon voll lange unterwegs. Wer? Selina! Ach Mann, wir gucken doch einen Film. Ja, ich kann keinen Film gucken. Meine Tochter lässt sich ein Piercing stechen und ich bin nicht dabei. Sie wollte halt mit ihrer Freundin. Lass sie doch. Meinst du, das ist die richtige Entscheidung gewesen? Oh, weißt du, wie sie jetzt nach Hause kommt an. Und wie sie ausschaut und... Lass sie doch, lass sie doch. Lass sie doch. Komm. Ja? Da bin ich. Und was sagt ihr dazu? Wenn es dir gefällt, gefällt es uns auch. Ja, ich sehe das gar nicht. Mir gefällt, ist okay. Boah, kann ich jetzt den Film weitergucken? Sind die da richtig durchgegangen? Oh, das tut bestimmt weh, Selina, oder? Aber es sieht nicht schlecht aus. Geht eigentlich. Oh, ist ganz schön groß. Kann ich jetzt den Film in Ruhe gucken? Oh, jetzt guck doch mal unsere Tochter ein Piercing. Ja, also mir gefällt es. Es tut zwar ein bisschen weh, aber ich find's ganz cool. Ja, es ist normal, dass es weh tut. Es ist, ja, wenn es dir gefällt, Selina, das ist die Hauptsache. Okay, ich gehe jetzt in mein Zimmer und mach mal ein paar Fotos. Ja, mach ein paar Fotos. Oh, das tut voll weh. Wer kommt denn auf so eine blöde Idee, sich da ein Piercing hinzumachen? Oh. Wow, das tut voll weh. Oh, Mann, voll peinlich. Wie sage ich das denn jetzt Mama? Ja? Ich wollte es mir nochmal anschauen. Selina, du darfst das Piercing doch nicht rausmachen. Das wächst doch sofort zu. Das muss doch erstmal, keine Ahnung, erstmal alles heilen. Entschuldigung, ich wusste das. Ja, Selina, mach rein. Das wächst sofort zu. Das ist nicht gut. Nimm das Piercing jetzt. Du musst. Mama, ich will das Piercing nicht wieder dran machen. Warum willst du das Piercing nicht wieder dran machen? Weil das schmerzhaft ist. Ach, Selina, ich hab's dir doch gesagt, dass es weh tut. Siehst du jetzt. Ja, und jetzt willst du es nicht mehr haben. Nee, mir gefällt das eigentlich. Aber der Schmerz klingt ab. Das ist nur am Anfang so. Wenn sich das verheilt hat, die Entzündung, dann tut es nicht mehr weh. Ich will das nicht haben, Mama. Ach, Selina. Kann ich das nicht einfach jetzt so lassen? Ja, es ist okay. Aber jetzt hast du umsonst Geld ausgegeben und ich hab's dir gleich gesagt. Ja, und jetzt sei froh, dass es nur ein Piercing ist. Stell dir vor, du hättest dir jetzt ein Tattoo gestochen oder so. Das hab ich ja gar nicht. Noch nicht. Ja, Selina, das ist in Ordnung. Dann lass es draußen. Versprich mir aber bitte, dass du dir sowas in Zukunft echt überlegst. Ja, mache ich, absolut. Ich überlege mir das in Zukunft, mein nächstes Projekt. Überlegt. Wird kein Projekt. Das nächste wird erst, wenn du volljährig bist. Ich hole dir jetzt erstmal was zum Kühlen und das vielleicht das Desinfektionsmittel noch. Ja. Danke, Mama. War es richtig, Selina, das zu erlauben oder hätte ich lieber strenger bleiben sollen? Mhm.